Es gab zwei Dinge, die zusammengekommen sind. Zum einen ein Zitat von Donna Haraway, die schrieb, dass Maschinen heutzutage aus Sonnenlicht bestehen. Das hat mich schon mal sehr interessiert. Wie schaut eine Maschine aus, die aus Sonnenlicht besteht? Das zweite war tatsächlich die reale Biografie meiner Protagonisten und Protagonistinnen, ein Geschwisterpaar. Sie ist Computerprogrammiererin, er ist unter anderem auch YouTube-Tänzer. Außerdem hat er auch einen Doktor in Laserphysik. Sie verstehen, was ich meine. Ich bewege den Mund, mache ihn auf und zu. Sie hören mir zu. Das ist Demokratie. So funktioniert das. Teile des Films sind gestaltet wie Segmente von Videospielen, weil es in der Geschichte darum geht, dass die Protagonisten aus einem Videospiel entkommen sollen, schaffen es aber nicht.